Jetzt. Hallo zusammen. Hallo. Heute melden wir uns mal wieder, weil wir einiges bei unserem Gustl haben machen lassen müssen. Genau, so was richtig gesagt. Ja. Aber was genau, das zeigen wir euch nach dem Intro. Und es wird kein Jammervideo, sondern nur ein Informationsvideo. Genau, das wollte ich gerade auch noch sagen. Also so ein Wohnmobil unterliegt ja einem ganz ordentlichen Verschleiß und wer uns regelmäßig verfolgt, der weiß, dass wir dieses Jahr schon die Stoßdämpfer haben auswechseln lassen. Wir haben auch jetzt schon den Hinweis bekommen, dass die Bremsen erneuert werden müssen, dass die noch ein paar Kilometer, also zu 10.000, 15.000 Kilometer gehen und dann müssten sie erneuert werden. Auch das haben wir jetzt im Moment noch nicht machen lassen. Was wir jedoch haben machen lassen und was von Fiat angeraten ist, das ist bei 80.000 Kilometer, beziehungsweise 5 Jahre, also eigentlich eher 5 Jahre, weil das ein Zeitfaktor ist, dass man den Keilriemen wechseln lässt. Und mir war bewusst, dass der Keilriemenwechsel natürlich schon mit einem Arbeitsaufwand verbunden ist und dass das beim Integrierten, beim Vollintegrierten etwas teurer ist, als bei, wenn man die Motorhaube öffnen kann. Der Optimist in mir hat gesagt, mit 800 Euro kommst du davon. Der Realist hat gesagt, du musst mit 800 bis 1100 Euro rechnen und die Realität hat mich dann bei 1400 Euro eingeholt. Ja, aber es wurde ja nicht nur der Keilriemen gewechselt, sondern es kam ja dann noch was dazu. Die Wasserpumpe wurde auch gleich mit erneuert. Das hat mir unser Fiat-Händler empfohlen, weil er gesagt hat, wenn schon mal alles ausgebaut ist, dann sollte man die auch erneuern. Das ist alles relevant für Vorbeugung gegen einen Motorschaden. Also, wer seinen Fiat 5 Jahre betreibt, und den Hinweis noch nicht von seinem Händler bekommen hat, den können wir nur sagen, macht euch kundig, die Investition sollte es sein. Es ist auch nicht lustig, wenn man irgendwo im Ausland mit einem Motorschaden liegen bleibt. Ja, das ist überhaupt nicht lustig, ob im Ausland oder im Inland. Ja. So, dann haben wir noch die zweiten Kosten gehabt. Wir haben ja schon mal ein Video gemacht über Reifen und da war folgende Szene dabei. So. Und jetzt sind wir zum TÜV gefahren und haben gesagt, da kann hier jetzt gar nichts schief gehen. Denn wir haben vorher unsere Lampe kontrolliert, es haben alle geleuchtet. Und wir sind wieder ohne Plakette vom TÜV weggefahren. TÜV meint es nicht gut mit unserem Gustl. Oder, ja, wie man sagt, ja. Und was ist das Problem? Auf die Idee kommt kein Mensch. So klein. Man kann es gar nicht sehen, wir blenden es euch mal vergrößert ein. Diese kleine Schraube war in unseren Reifen gesteckt. Im vorderen Reifen, auf der rechten Seite. Sonst war das Auto absolut mangelfrei. Abgas wäre alles in Ordnung. Aber dieser kleine Nagel oder diese kleine Schraube im Reifen, hat er gesagt, das kann er nicht abnehmen. Das müssen wir beim Händler nachbessern lassen. Dann hat er aber mir noch gleich eine Brücke gebaut. Er hat gesagt, Nachkontrolle 15 Euro, wenn ich innerhalb der nächsten Woche komme. Und wenn ich heute noch komme, dann macht er mir den Stempel umsonst. Dann sind wir natürlich gleich losgefahren. Zum ersten Reifenhändler sind wir gefahren. Ja. Die haben sich das angeschaut. Oh, das ist zu nah an der Außenwand. Ja, und das können sie nicht reparieren. Das ist zu gefährlich. Und ist der 4,5 Tonner, da kann man das nicht einfach rausziehen. Ja, und wir brauchen einen neuen Reifen. Ja, genau. Gut, haben wir gesagt, schauen Sie mal nach, ob Sie so einen Reifen haben. Ja, dann hatten sie keinen Reifen. Dann hieß es, sie bräuchten dann 2 Reifen, weil sie, wenn es nicht die gleiche Größe ist und alles. Und wir haben schon gedacht, oh Gott, was kommt da jetzt alles auf uns zu, ja? Aber zum Glück haben wir noch von denen einen Tipp bekommen, wo noch ein Reifengroßhändler ist. Und da sollen wir doch da mal unser Glück versuchen. Und da sind wir hingefahren und siehe da, ein echter Experte wohl, sieht die Schraube stecken, langt hin mit der Zange, zieht sie raus und besprüht den Reifen mit Wasser und sagt, das hält dicht, kein Problem. Denn sonst, wenn Luft austreten würde, würde es jetzt sprudeln. Also diese Schraube hat zum Glück diesen, ist da innen ein Schlauch, oder? Stahlmantel. Sind Stahlgürtelreifen.
Auf jeden Fall hat es da nicht so beschädigt, dass Luft austritt. Ja, genau. Und deswegen können wir weiterfahren. Und ja, und er hat uns also gesagt, das macht jetzt nichts, es ist alles in Ordnung. Und dann sind wir wieder zum TÜV. Ja. Und er hat sich das alles angeschaut. Und jetzt haben wir die Plakette. Haben Und wir also nochmal Glück gehabt. ja, also wir wurden angeschrieben von allen, wegen diesem Nagel, der da drin ist. Fahrt bitte nicht mit diesem Reifen weiter. Ihr läuft Gefahr für Mensch und Leben. Ihr bringt andere Menschen in Gefahr. Leute, wir sind 2 Jahre jetzt damit gefahren mit den Winterreifen. Ja, wir haben da nichts weitermachen lassen. Es hat sich auch Reifenhändler angeschaut und es ist nichts passiert. Und jetzt sind sie natürlich abgefahren, die Winterreifen. Und jetzt haben wir gesagt, was machen wir? Ganzjahresreifen oder wieder Sommer- und Winterreifen? Und wir haben uns schon damals angedeutet, wir entscheiden uns ganz, ganz, ganz klar für Ganzjahresreifen. Und es hat folgende Bewandtnis. Erstens, jeder Reifenwechsel kostet um die 100 Euro. Das nächste ist, man muss, wenn die Reifen gewechselt sind, nach 50 Kilometer, gerade bei einem Fahrzeug mit 4,5 Tonnen, die Reifenmutter nachziehen lassen. Das heißt, wir fahren eigentlich dann, wenn wir wegfahren, über 100, 200, 300 Kilometer, das wäre zu viel. Woanders kann ich es ja nicht nachziehen lassen. Also müssten wir theoretisch 50 Kilometer im Kreis rumfahren, was ja auch wieder Kosten und vor allen Dingen auch Mühe ist. Wir haben einfach vom Reifenwechseln die Nase voll, beide. Ja? Kostenfaktormäßig und auch eben diese ganzen Dinge, die dazu spielen. Hinzu kommt, dass, wie viele auch damals in dem Video, was ich gerade erwähnt habe, gesagt haben, dass es einfach ein Punkt der Sicherheit ist, mit Sommer- und mit Winterreifen zu fahren. Da müssen wir ganz energisch widersprechen, denn wir waren schon mal mit unserem Vorgängerfahrzeug, also mit James Cook, in Osterurlaub und da waren wir in Frankreich am Strand gelegen. Und wie wir dann heimgefahren sind, mit Sommerreifen natürlich, wie wir heimgefahren sind, kamen wir durch eine geschlossene Schneedecke über die Alpen. Also insoweit sage ich, sind Ganzjahresreifen auch ein Stück weit Sicherheit. Jetzt fahren wir nach Norwegen, da kann es warm sein, da kann es aber auch schneebedeckt sein. Ja? Also wir plädieren für uns, was jeder macht, muss er ja selber wissen, für uns plädieren wir eindeutig auf Ganzjahresreifen. Ja, Und es haben ja eh viele damals geschrieben, ja. Ganzjahresreife wäre praktisch. Ja, Und stimmt, viele haben es geschrieben. ja, genau, also von daher. Und noch was wegen unserem Nagel im Reife. Wir hatten ihn ja damals wirklich beim Reifehändler nachschauen lassen. Und der hat gesagt, wir können ohne neue Reife, ohne Probleme weiterfahren. Also waren diese Kommentare, wir würden Leib und Leben für andere gefährden, unnötig. Ja. Also es ist nichts passiert. Auf was man achten muss, wir haben uns jetzt für Reifen von Yokohama entschieden. Also erst einmal der Hinweis, den wir bekommen haben, auf Schneeflockensystem zu schauen, Symbol zu schauen, das ist ganz klar, da muss man drauf achten. Wir haben uns für die 225/75 R16 von Yokohama entschieden. Yokohama heißt, ist eigentlich eine namhafte Firma, ähnlich Continental, aber nicht ganz so teuer. Und auf was ihr achten solltet, ist auf die Tragfähigkeit und auf den Lastindex. Das steht alles im Fahrzeugschein drin. Bei einem 4,5 Tonnen langt eine Tragfähigkeit von 6 PR. Unserer hat jetzt 8 PR und der Lastindex ist bei 121, wäre auch eine Stufe niedriger schon zugelassen. Aber der Lastindex von 121 sagt, dass die Reifen bis 1450 Kilo belastbar sind. Das heißt also 2,9 Tonnen können auf den beiden Vorderreifen sein und 2,9 Tonnen auf den beiden Hinterreifen. Wir haben jetzt nur 2 Reifen wechseln lassen. Also das langt vollkommen aus und ist sogar mit einem Sicherheitspuffer versehen. Das heißt also eine Stufe niedriger hätte man es auch nehmen können. Aber wir wollten jetzt den Yokohama haben. Was nicht auf diesen Ganzjahresreifen ist, was man auf Winterreifen findet und was man auf Sommerreifen findet, das ist das C-Symbol für Camping. Dass also die Reifen etwas stabiler sind. Aber das gibt es wohl auf Ganzjahresreifen von keinem Hersteller. Und uns ist zugesichert worden, dass es da bei dem Yokohama auch keine Unterschiede gibt. Also, dass das durchaus belastbar ist wie ein Ja, Campingreifen. und da möchte ich jetzt auch noch dazu sagen, diese Entscheidung haben nicht wir alleine getroffen, sondern auf Empfehlung vom Reifehändler. Ja, mit dem haben wir uns ausgiebig drüber unterhalten. Jawohl.
Und also das soll eine coole Sache sein. Er sagt auch, er stattet viele LKWs so aus, die also sehr viel unterwegs sind. Ja, und das Und schon seit Jahren. ja. Und deshalb haben wir uns dann auch für das entschieden. Und man sollte ja davon ausgehen, dass ein Fachbetrieb einem genau richtig gut berät. Ja. Ja, das möchte ich noch dazu sagen. Wir fahren ja nach Norwegen und da gibt es ja diese Autoferie oder Autobusferie Rabattkarte mit 50%. Wir sind da von den Kreuzfahrtcampern. Die haben uns als erstes darauf aufmerksam gemacht, dass Jawohl, es so etwas viele Grüße gibt. Auch an dieser Stelle. Ja. Und dann haben wir uns auch nochmal die Beschreibung, wie man das Ganze bekommt, bei Leni und Toni angeschaut. Ja, und die haben das wirklich super toll erklärt. Herzlichen Dank dafür. Mhm. Auch ich habe es kapiert. Und deswegen haben wir jetzt auch eine Probitz, noch original verpackt, aber schon bezahlt. Die machen wir uns noch an die Scheibe hin. Und bei Autobus Ferie, da haben wir uns jetzt dann auch auf die Art und Weise schlau gemacht und haben das Ganze überwiesen mit 350 Euro. Aber wir haben das in Euro überwiesen. Ach so, ja. Ja, denn wenn man das in norwegische Kronen überweist, dann fallen da Überweisungskosten beim Versender von 20 Euro an und beim Empfänger auch nochmal von 20 Euro. Und wenn man sie in Euro überweist, dann ist das kostenfrei. Deswegen haben wir das in Euro überwiesen und wir hoffen, dass das alles klappt. Ja. So, das war der Punkt. Und dann haben wir noch eins zu uns. Kameratemperatur zu hoch, verstanden? Dann müssen wir mal kurz einen Moment Pause machen. So, da sind wir wieder. Die Kamera ist ein bisschen zu heiß geworden. Die steht ja auch mitten in der prallen Sonne. Ja. Ja. Jetzt kommt ein bisschen der Windle auf. Also. Ja, genau. Müssen wir auf die Markise aufpassen, weil wir haben sie einfach nur rausgelassen und nicht richtig sturmsicher verankert. Ja. Also, jetzt wollten wir noch eins sagen. Wir stellen ja immer wieder mal Produkte vor. Also, wir machen das nicht, um die alle zu verkaufen. Wir haben auch alles, was wir jetzt gesagt haben, vollkommen selbst bezahlt. Also, da ist nicht, kein auch. Sponsoring oder sonst was. Ja. Auch dieses Teil, was ich im Video, wie wir zur Tour de France vorgestellt haben, das ist auch selbst gekauft, ist auch kein Sponsoring-Artikel. Dieses Teil, wenn ihr euch erinnert, das hängt man hier oben an der Sonnenblende fest. Ja. Ja. Und dann kann man mit einem Handgriff kann man das dann aufmachen, das ist magnetisch, kann die Sonnenbrille rausnehmen und wechseln mit der anderen Brille. Und dieses Teil, das ist etliche Mal über unseren Amazon-Shop verkauft worden. Das hat uns riesig gefreut, dass das bei euch so gut angekommen ist. Und riesig gefreut hat es uns nicht deswegen, weil wir in steinreich geworden sind. Wir kriegen da 2 oder 3% Provision, also 40, das kostet 20 Euro, kriegen wir 40 oder 50 Cent so dafür. Uns hat es gefreut einfach, dass wir einen Tipp geben konnten und dass der gut angekommen ist. Ja, ja, das ist alles. Und wir haben es ja jetzt auch wirklich testen können. Es ist echt gut. Es gell? Ist super, also, ist es. Ja, also wenn wir das jetzt für den PKW auch zulegen. Ja. Dann haben wir öfters auch auf Empfehlung von vielen anderen YouTube-Kanälen haben wir uns dieses Thermometer gekauft, dieses Kühlschrankthermometer. Die kennt ihr vielleicht auch, ja? Und haben es auch wieder aus unserem Gustl entfernt. Denn ja, also wir hatten plötzlich 20 Grad im Kühlschrank und natürlich total erschrocken, als ich da drauf geschaut habe, mach den Kühlschrank auf und war richtig kühl. Also das Gerät hat nicht mehr richtig Nein. funktioniert. Und was bei uns nichts funktioniert, das kommt weg. Okay. Ja, was will ich damit, wenn sie funktioniert? Also jetzt sieht es wieder ganz ordentlich aus, aber das nutzt uns nichts, also es ist schon ersetzt. Wir haben nämlich eins gefunden und das finden wir super, das gibt es vermutlich noch nicht allzu lange am Markt. Das ist mit einer App, das sind nur 2 so kleine Dinge, die zeigen an die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur. Wir haben es schon an unserem privaten Kühlschrank zu Hause getestet und wir tun auch... Da gibt es eine App dazu, da kann man dann sogar einstellen, wann man gewarnt werden möchte. Wenn also die Temperatur ein gewisses Niveau über- oder unterschreitet, dann kommt ein Warnton aufs Handy und das finden wir super praktisch. Langzeiterfahrung, sagen wir aber gleich dazu, haben wir damit noch nicht. Nein. Wir haben es nur in unserem Kühlschrank zu Hause getestet. Kühlschrank und auch in der Tiefkühlschrank auch. Ja. Und auch die Ursi hat es für gut und empfehlenswert. Ja, und gut ist es sowieso immer für die Helle, was über Bluetooth geht.
Da ist es schon mal ganz gut. Ja. Aber wir fahren ja jetzt wieder weg und somit werden wir das auch reiflich testen. Aber zu Hause hat es funktioniert. Ja, und ein Kühlschrankthermometer ist durchaus empfehlenswert, gerade damit man auch, gerade wenn man auch mal auf Batterie den Kühlschrank betreibt, weil die Batterie dann oft nicht die Leistung bringt und dann muss man wieder auf Gas umstellen. Und insoweit ist das schon empfehlenswert. Und man braucht auch kein zweites Display. Man kriegt das einfach aufs Handy. Finde ich super praktisch. Ja. Können wir nur empfehlen. So, das war's jetzt, oder? Ja, das haben wir sogar beide auf unserem Handy drauf. Ja, Also ja. unabhängig können wir jetzt nachschauen, wie der Kühlschrank kühlt. Ja. Und das war es jetzt eigentlich. Die Kosten wollten wir euch sagen, die wir wieder gehabt haben. Wir haben das verschmerzt, das ist ganz klar. Wir wissen es ja auch, dass das Wohnmobil-Hobby kein geschenktes Hobby ist. Wer nicht selber schrauben kann, der muss uns so alles bezahlen. Ja? Ja. Und das machen wir auch gerne, weil es eben unser Hobby ist und auch unser Lebenselixier. Ja, genau, es macht uns einfach riesen Spaß. Und klar, wenn wir euch jetzt hier auch wieder ein bisschen was helfen konnten, dann finden wir das super toll. Wir freuen uns wieder über Kommentare. Schreibt ruhig eure Meinung dazu, auch wenn wir manchmal nicht übereinstimmen, ist ja nicht so schlimm. Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn es euch hilfreich war, freuen wir uns wieder über einen Daumen. Ja, immer. Und Ganz toll. ansonsten, das nächste Video kommt dann schon auf den Weg nach Düsseldorf. Düsseldorf, ja. Ja, Oder aus Düsseldorf, nehme ich an, ja. wir sind am 28.08. Düsseldorf, Halle 7 oder bei der Stadterwelt. Da halten wir einen Vortrag. 16.15 Uhr. 16.15. Also wer dabei ist, sein will, würde uns freuen. Und man ist dann, hat dann sicherlich auch nur Zeit, dass man ins Gespräch kommt, Oh wer da ja, auf dran jeden interessiert. Fall. Nach dem Vortrag auf jeden Fall. Ja. Also jetzt soweit, Also. Macht's gut. Tschüss. Ciao, bis demnächst. Tschüss.